Auch in dieser Woche bleibt die Zahl der Neuinfizierten in Bezug auf Covid-19 weiter hoch. Mit Stand vom 26.11. wurden insgesamt 857 Fälle registriert, wovon 264 als aktiv gelten. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt bei 139. 9 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 sind im Elbe-Elster-Kreis zu verzeichnen. Ja, zur aktuellen Lage Coronavirus im Landkreis Elster ist weiterhin angespannt. Wir haben relativ hohe Fallzahlen, sind auch wöchentlich im Krisenstab zusammen, besprechen die aktuelle Lage, die aktuellen Entwicklungen. Im Krankenhaus in Finsterwalde sind mittlerweile 20 Betten belegt auf der Station. Wir haben auch im intensiven Bereich 4 Plätze belegt und es sind auch erste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur mit der normalen Grippeerscheinung, sondern auch mit Coronavirus infiziert. Das treibt mich schon mit Sorge um. Das haben wir genau im Blick. Unser Gesundheitsamt ist mit dem Klinikum in Verbindung und es werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. An den Standorten nochmal erhöhte Sensibilität, auch in der Kontrolle, im Umgang mit den Hygienekonzepten. Ich erlebe in vielen Gesprächen mit den Bürgern oder aufgrund von Mails oder den Informationskanälen, dass viele sehr sorgsam umgehen mit den Handlungsanweisungen, dass wir die Ansteckungsraten auf dem Niveau halten. Ziel ist es ja, die weiter zu senken, langfristig auch zu senken. Dazu bedarf es aber, dass sich alle an die Handlungsempfehlungen halten. Kein Verständnis habe ich mit der totalen Ignoranz zu dieser Situation. Das kann man so nicht mehr verstehen oder ich verstehe es nicht mehr, wenn Krankenhäuser Sorge haben, im Süden des Landes Brandenburgs die Ärzte, die Patienten noch zu versorgen. Wir haben ja nicht nur Corona als Krankenbild, wir haben ja auch andere Fallgestaltungen, andere Problemlagen. Und das Ziel dieser Maßnahmen, die verordnet werden durch Bund und durch Land, ist ja schlussendlich, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überfrachten, nicht überlasten. Und bis dato haben wir das sehr sorgsam geschafft, sehr verantwortungsbewusst. Und hier kann ich nur appellieren, dass wir bei aller Sorge, die jeden Einzelnen umtreibt, ob im wirtschaftlichen, ob im familiären Bereich, dass wir uns an die empfohlenen Maßnahmen halten. Abstand halten, Hygienemaßnahmen. Und wenn Quarantäne angeordnet ist, dann auch diese Quarantäne einhalten, diese Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt Rücksprache halten, um diese Ansteckungsgefahr zu minimieren. Denn wir sind in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit. Natürlich werde ich auch vermissen, nach dem traditionellen Weihnachtseinkauf, den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, das Treffen mit Freunden, mit der Familie, mit Kollegen. Aber was ist uns wichtig? Und es sollte uns doch jedem eine Herausforderung sein, Rücksicht zu nehmen, Solidarität zu üben gegenüber den Mitmenschen in meiner Nachbarschaft, gegenüber denjenigen, die zu den Risikogruppen gehören. Das sind die Älteren oder Menschen mit Vorerkrankungen. Und wenn wir hier Menschenleben schützen und das Gesundheitsamt, die Gesundheitssysteme entlasten, die Pflegesysteme entlasten und Katastrophenszenarien nicht zulassen, dann ist doch das ein Ziel, was wir gemeinsam verfolgen sollten, um halbwegs normal das wichtige Weihnachtsfest, den Jahreswechsel im Kreise unserer Lieben begehen zu können. Mit Stand vom 25. November befanden sich 21 Personen in stationärer Behandlung. 4 davon werden intensivmedizinisch betreut. Das Elbe-Elster-Klinikum hat daher begonnen, am Standort Finsterwalde weitere Kapazitäten für Covid-19-Fälle zu aktivieren. Bettenkapazitäten in Elsterwerder und Herzberg werden zudem für die Patienten der Finsterwalde-Region vorgehalten. Operationen können somit an den anderen beiden Standorten des Klinikums in Absprache auch mit den Finsterwalder Chirurgen durchgeführt werden. Die ambulante Notfallversorgung bleibt in Finsterwalde aber auch weiterhin uneingeschränkt gewährleistet. Alle Sprechstunden werden ebenso fortgeführt, sofern die leistungsberechtigten Ärzte nicht selbst erkranken. Immer mehr in den Fokus rückt im Zuge der gefundenen Impfstoffe auch das Thema Impfzentrum. Hoffnung machen ja die Meldungen über zur Verfügung stehende Impfstoffe in absehbarer Zeit. Wenn das dann so kommt, wird das Land Brandenburg 2 zentrale Impfzentren schaffen. Dort ist man in der Vorbereitung. Das ist entschieden. Ein zentrales Zentrum in Potsdam, ein zentrales in Cottbus und dann wird über die Fläche verteilt.
sollte es dort die Möglichkeit geben, im Landkreis Elbe-Elster laufen die Vorbereitungen, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Das hängt dann ab, auch von der Fallgestaltung, ab welchem Zeitpunkt ist der Impfstoff zur Verfügung. Dann wird es darauf ankommen, sehr schnell mit den Impfungen zu beginnen, in hoher Anzahl, das medizinische Personal, das pflegerische Personal, Lehrer, aber auch die Risikogruppen dann zu impfen, durchzuimpfen, um entsprechend auch wieder Normalität im gesellschaftlichen Leben einziehen zu lassen. Danach sehen wir uns ja alle, wir hoffen darauf, denn die Sorge ist ja nicht unberechtigt und ich nehme die Sorge auch sehr ernst bei unseren Familien, bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern über die wirtschaftlichen Auswirkungen, die diese Pandemie mit sich bringt, bis hin, was jeden Einzelnen auch betrifft, in den Auswirkungen im Portemonnaie des Einzelnen.